wichtig für mich war auf dem Album, mich wirklich mal auszuprobieren, machen, was wirklich ich will. Auch mal weg von diesem Viervierteltakt. Natürlich gibt es auch super Viervierteltlieder da drauf, aber Stile wirklich zu verbinden und damit zu spielen, auch mit den vielen Einflüssen der letzten zwei Jahre. Also der Wunsch, ein Album zu machen, kam eigentlich vor einem Jahr auf. Ich hatte davor ja schon viele Produktionen gemacht und im Laufe dieser Zeit hatte ich so viele Ideen, auch mal was anderes zu machen, Downbeat-Sachen. Hatte auch zwei Sängerinnen kennengelernt, mit denen ich unbedingt zusammenarbeiten wollte. Und habe das dann mit Highgrade besprochen und die fanden das auch richtig gut. Und dann habe ich mich ins Studio gesetzt und einfach mal angefangen, Ideen zu sammeln. Im letzten Jahr war ich viel in der Welt unterwegs und habe auf diesen Auftritten mit Leuten kommuniziert, viel verschiedene Leute kennengelernt und habe auch Vocals aufgenommen, mir viel Musik auch von denen angehört, die haben mir auch sehr viel gezeigt. Ich habe auch mit vielen Leuten zusammen gespielt und da kamen eigentlich die ganzen Ideen für die Tracks. Anna Luca, mit der habe ich einen Track zusammen gemacht. Das ist eine Jazzsängerin, die hat auch gerade ihr Album fertig, ein Jazzalbum gemacht. Und es war ganz interessant, mit jemand aus einem ganz anderen Musikbereich zusammenzuarbeiten, weil sie natürlich ein ganz anderes Verständnis von Musik hat. Wishful Thinking ist ja Hoffen. Und die Idee dazu kam tatsächlich, als ich im Goa-Club gespielt habe. Und es war dieser eine Moment, wo ich gerade connected war zu den Leuten. Das war dieser, ich glaube, jeder DJ kennt auch den Moment. Das war dieser Moment, wo du denkst, ja, yeah, das ist es. Und dann, ich hoffte, dieser Moment würde einfach nicht aufhören. Und jemand sagte zu mir, ja, Wunschdenken, wishful thinking. Die Message war für mich, zu sagen, Philipp, du kannst machen, worauf du wirklich Lust hast. Und das habe ich gemacht. No way.